gibt. Sie haben es nur Ihrem Gesundheitszustand und meiner Wenigkeit zu verdanken, dass Sie nicht in Untersuchungshaft müssen. Und wie viel kann ich denn im schlimmsten Falle bekommen? Kommt drauf an, inwieweit Sie kooperieren. Das heißt es? Tja, umfassendes Geständnis ablegen, Einsicht und Reue zeigen, dann verschaffe ich Ihnen ein Urteil auf Bewährung. Und wenn ich nicht kooperiere? Dann sind Sie dumm. Es gibt Ihr Labor, die Aussagen der Belastungszeugen, mehrere Kilo Ecstasy. Vielleicht sollte ich mich mal mit den Belastungszeugen unterhalten. Vielleicht sollten die das schön lassen. Der Haftrichter wollte nichts riskieren. Mutterbach hat die besten Anwälte der Stadt mobilisiert. Das wird dem Herrn Sohn hoffentlich nichts nützen. Nein, der hat keine Chance. Ich werde alles ausschöpfen, was das Gesetzbuch hergibt. Man hatte ja den ganzen Wahnsinn doch gar nicht nötig. Ich meine, mir ist doch immer alles hinten und vorne reingeschoben worden. Hi, Baby, ich bin's. Ja, die Arschlöcher haben uns wieder rausgelassen. Wir sind gleich da, machst du einen Kaffee? Nee, du, ich glaube, das ist keine gute Idee. Da unten, da steht so eine komische Karre. Sieht mir ganz nach Türkenfraktion aus. Scheiße. Okay, ich melde mich. Was ist los? Fahr mal da rechts ran. Wieso soll ich denn hier rechts ranfahren? Fahr rechts ran. Ist ja gut. Kannst du mir vielleicht mal erklären, was der Scheiß hier soll? Das wirst du gleich sehen. Ja, ja, das hat sich der Kollege Adrian wahrscheinlich etwas einfacher vorgestellt. Danke, Thomas. Ja. Wieder nur die Mailbox. Ich verstehe das nicht. Frau Wolf war doch schon im Haus. Ah. Hallo. Ich erwarte fröhliche Gesichter, wenn ich komme. Uns kommen ja gerade die Tatverdächtigen abhanden. Was kann ich ändern? Ich habe das Ergebnis der DNA-Analyse. Oh, Frau Dr. Brandt, Sie sind ein Engel. Ja, aber nur im Dienst. Oh. Die Hautpartikel... Oh, Entschuldigung. Hallo. Die Hautpartikel unter den Fingernägeln Ihres ermordeten Kollegen stammen von einem Mann, dessen Namen ich im Computer gefunden habe. Ach. Hassan Demir. Nein. Doch. Ich flieg dann mal. Danke. Das haut mich jetzt um. Ich kann einfach nicht glauben, dass er seinen alten Freund zwischen Schweinehälften aufhängt. Ja, vielleicht hat er es genau deshalb gemacht, damit alle so denken wie du. Als multikultureller Sprengsatz sozusagen. Ist dir aufgefallen, dass Frau Dr. Brandt mit deinem Vater flirtet? Nee. Sie scheint nicht abgeneigt. Ja, sie ist einfach nur nett. Ich habe mich erkundigt. Sie ist geschieden. Wir können doch versuchen, die beiden... Sollen wir meinen Vater verkuppeln? Ja, warum nicht? Das kommt gar nicht in Frage. Ja, aber so ein Abendessen... Stell dir mal vor, Kerstin, dann wird Frau Dr. Brandt meine Stiefmutter. Nee. Komm an. Guten Tag. Reuter, Kripo Wiesbaden. Ist meine Kollegin klar? Herr Demir, wir hätten bezüglich des Mordfalls Teil vom Beisaal noch ein paar Fragen an Sie. Ich habe dem Staatsanwalt doch schon alles erzählt. Aber nicht, wie Ihre Hautpartikel unter Taifuns Fingernägel gekommen sind. Bist du ein bisschen schwanger oder nur ein bisschen fett? Bist du ein bisschen blind oder einfach nur ein bisschen dumm? Hui, die Frau ist witzig. Junge oder Mädchen? Wir zeigen Ihnen im Präsidium gleich die Ultraschallaufnahmen. Kommen Sie mit. Ich gehe nirgendwo hin. Tut schon, Adam. Bei dem hier, kommen Sie mit. Bei dem hier. Lass mich durch, Mensch. Lass mich los. Lass mich los und ich verhafte euch alle, verdammt. Mein Gott. Gib mir das Telefon. Hier, schwaches Modell. Handyladen gegenüber. Es macht schon auf, ich bin Sascha. Willst du zu mir? Nils und Boris sind nicht da. Mhm. Und wo sind sie? Wir können es uns doch auch alleine gemütlich machen. Vergiss es. Also, wo sind die beiden? Hast du es nicht gesehen? Unten steht ein Wagen mit zwei Türken. Die überwachen das Haus. Nils und Boris haben Schiss vor denen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Wo sind sie? Ich weiß es nicht. Wohin? Wo? Hat er sich in den letzten zwei Stunden bei Ihnen gemeldet? Hassan hat angerufen, dass er nicht nach Hause kommt. Wissen Sie, von wo er angerufen hat? Keine Ahnung. Hören Sie. Bestimmt war es eine Demütigung für ihn.
dass Typhon ihn festgenommen hat. Aber deswegen bringt er ihn nicht um. Wir haben Hautpartikel unter den Fingernägeln der Leiche gefunden. Die stammen von ihrem Bruder. Okay. Hassan hat mir erzählt, dass er Typhon verprügelt hat. Damit war die Ehre, der Respekt, was weiß ich, wiederhergestellt. Verprügelt und nicht getötet. Das hätte er uns auch sagen können. Hätten Sie ihm denn geglaubt? Glauben Sie ihm? Er ist mein Bruder. Frau Wolf, wir müssen noch mal reden. Ja, ich bringe nur die Kleine nach Hause. Bringt mich zu Hassan Demir. Sie haben gedroht, dass meiner Tochter etwas passiert. Ich hatte Angst. Das ist verständlich, Frau Wolf. Aber wir brauchen Ihre Aussage wirklich dringend. Wir haben Weingart und Krämer angehalten, weil das linke Rücklicht defekt war. Reine Routine. Als Typhon die beiden erkannte, wurde er stinksauer und hat das ganze Auto auseinandergenommen. Gab's dafür irgendeinen Grund? Typhon hatte die beiden ein paar Tage vorher zusammen mit Cardi gesehen und den Verdacht, dass sie ihm Drogen verkaufen wollten. Aber im Auto war nichts. Und die Sache mit dem Ecstasy, die habe ich erst von Cardi selbst erfahren. Haben Boris Weingart und Nils Krämer Ihnen gegenüber irgendetwas erwähnt, was man mit dem Mord in Zusammenhang bringen könnte? Sie haben gesagt, dass im Kühlhaus immer genug Platz ist für Bullenschweine. Na ja. Frau Wolf, erzählen Sie uns bitte von dem Anruf. Naja, in der Nacht, als Typhon ermordet wurde, war ich bei meinem Freund. Meine Tochter war bei ihrem Vater. Als ich am nächsten Tag nach Hause kam, hatte ich einen Anruf von Typhon auf dem Anrufbeantworter. Hallo Stefanie. Tut mir leid, dass wir uns gestritten haben. Aber ich hatte recht. Kadil hat sich mit zwei üblen Typen eingelassen. Die knüpfe ich mir jetzt vor. Morgen früh erzähle ich dir mehr. Gute Nacht. Gut. Danke. Wir nehmen die beiden fest. Reicht das denn? Wir haben doch gar keine Beweise, dass sie Typhon Baisal umgebracht haben. Kerstin. Angriff auf eine Polizistin. Körperverletzung. Täterwissen im Zusammenhang mit dem Kühlhaus. Was willst du mehr? Was willst du? Ich weiß, wo Typhons Mörder sind. Aufmachen, Polizei! Wenn Sie zu Nils und Boris wollen, die sind nicht da. Davon würden wir uns gern selbst überzeugen. Warum haben Sie uns angelogen? Wir wissen, dass Typhon Baisal hier war. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Wir reden von Beihilfe zum Mord. Okay, ich bin ihm vor der Tür begegnet. Ich wollte noch mit ein paar Leuten in eine Kneipe und weiterfeiern. Wir hatten nichts Gescheites mehr zu trinken. Und wann war das? Was weiß ich? So gegen eins vielleicht? Weiter! Eine halbe Stunde später kam Nils nach. Er wollte meinen Autoschlüssel. Gut, den wollen wir jetzt auch. Warum? Glauben Sie, der wollte Leergut abgeben? Wer hatten Sie hier geschlagen? Sascha. Sascha Bach? Ja. Weshalb? Er wollte auch wissen, wo Nils und Boris sind. Ja, und wo sind sie? Verstecken sich vor den Türken. Wo? Nils Onkel hat einen Schrebergarten in Delkenhain. Hey, Sascha. Na, alles fit im Schritt? Das ist auch ein Nackensteak. Oder lieber ein Kanackensteak. Nils hat einen Kumpel bei der Rhein-Main-Fleisch. Schönes, abgehangenes. Die Verstärkung so schnell wie möglich.
Kleingartenanlage Delkenheim, Parzelle 61. Vater, wo steckst du denn? Guck mal in den Rückspiegel. Was gibt's zu essen? Schwein? So, jetzt haben wir Platz. Bist du 16 da? Du kannst dich mal am Arsch lecken! Hör auf mit der Scheiße, Ben! Ja! Ich war's nicht! Er war's, Moritz! Ah. Nein! Ich wollte das nicht! Murat! Ich wollte das nicht! Ich wollte ihm doch nur eine verpassen! Und er war doch schon angeschlagen! Und dann hat er sich ganz blöd weggedreht. Das war ein Unfall. Ich wollte das nicht. Das müsst ihr mir glauben. Und ihn zwischen die Schweinehälften zu hängen. Das war seine Idee. Was? Scheiße. Ah! Ah! Halt, aufhören! Aufhören! Hauen Sie ab! Wir brauchen Sie hier nicht. Das sehe ich aber anders, Herr Demir. Wir sind hier, um zwei Mörder festzunehmen. Und Sie? Ich habe Kadir mein Wort gegeben, seinen Bruder zu rächen. Ich halte mein Wort! Indem Sie sich von einem Drogenhersteller benutzen lassen wie ein Dienstbote? Es ist mir egal! Uns aber nicht, Kerstin. Wenn Sie Teil vom Beisal nicht zusammengeschlagen hätten, dann hätte er vielleicht eine Chance gehabt gegen die zwei Helden. Los, weg! Nach hinten! Weg. Hände auf den Rücken! Hände auf den Rücken, los! Hey! Hey! Herr Bach, und wir beide unterhalten uns gleich mit dem Untersuchungsrichter über Ihre Haftverschonung. So, komm. Taifun war mal mein bester Freund. Ich wollte ihm nur klar machen, dass er mich in Zukunft zu respektieren hat. Mit Gewalt, ja? Auch wenn Taifun eine deutsche Uniform trug, er war immer noch ein Türke. Er wollte seine Familie, seinen Bruder schützen. Genau wie ich. Ich sorge für die Leute in meinem Viertel. Sie sind also nicht nur Sheriff, sondern auch gleich noch Richter. Toll. Das ist ja noch besser als im Wilden Westen. Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. Da bin ich Ihrer Meinung, Herr Demir. Nur, wessen Regeln? Wissen Sie, mir ist es wurscht, ob Taifun Deutscher oder Türke war. Aber er vertrat ein Gesetz, vor dem alle gleich sind. Das Gesetz mag nicht perfekt sein, gut. Aber es ist nun mal das Beste, das wir zurzeit haben. Kann ich meine deutschen Reißverschlüsse und ausgerissenen Knöpfe wieder ohne Bedenken zu meinen türkischen Kollegen weiterschicken? Ja, klar. Sie wissen doch, wie das ist in Wiesbaden. Friedliche Koexistenz. Ha. Hab ich doch gewusst. Ha? Steht ihr denn gut? Die Frau Dr. Brandt, die trägt immer so einen legeren Schick. Da möchte ich nicht nachstehen. Guten Abend. Danke für die Einladung. Oh, danke. Schöne Idee, sich mal privat zu treffen. Ja, finde ich auch. Wurde auch Zeit. Wollen Sie ablegen? Oh, tolles Kleid. Danke. Kommen Sie. Ja, ich dachte, Ihr Schwiegervater, der ist immer so elegant, formell gekleidet. Und da wollte ich nicht nachstehen. Genau, das habe ich auch gedacht. Und nächsten Freitag ermittelt der Staatsanwalt undercover, was harmlos beginnt. Mein Name ist Reuter. Haben Sie ein Zimmer für mich für eine Nacht? Das haben wir. Kann mörderisch enden. Was seid ihr bloß für Menschen? Heute Nacht ist meine Schwester vergewaltigt und ermordet worden. Gib mir die Waffe. Rainer Hunold ist der Staatsanwalt. Nächsten Freitag, 20.15 Uhr im ZDF.